Und heute öffnen wir Themendeck Nummer 2 aus der Reihe Plane Shift. Und eine kleine Vorankündigung: Nebenbei wird gerade auf meinem Dach was repariert und der Nachbar kriegt den Garten frühlingsfertig gemacht. Also, wenn ihr im Hintergrund Handwerkergeräusche hört, dann wundert euch nicht, gehört heute mal dazu. Welches sollen wir denn aufmachen? Wir haben das letzte Mal aufgemacht: Scout. Drei Farbendeck habe ich erst verwechselt, ist in Wirklichkeit rot, weiß und grün. Heute könnten wir Barrage machen, das sieht mir sehr nach Goblin aus. Allfarben oder Comeback? Ich habe heute mal Lust auf Barrage. Das machen wir. Es handelt sich um das Deck Barrage, das ist rot und grün. Heute würde man sagen Ghoul. Oft mit Goblins, Monstern, schnellem Angriff und so weiter assoziiert. Was steht hier? The Barrage Deck mercilessly assaults your opponent as you launch an early offensive that never lets up. Red Removal Spells clear the way for your Rapid Fire Creature Attack. Ja, wie ich es vermutet habe, Kreaturen, Mayhem, Angriff ohne Ende und den Weg freischießen mit Hilfe von roten Burn-Sprüchen. Wie das Ganze aussieht und wie es funktioniert, werden wir gleich sehen. Das Deck kommt aus dem Jahr 2000 und ist damit Teil der sogenannten Invasion-Erweiterung. Hier sehen wir die anderen, die habt ihr eben gerade gesehen, die es in der Reihe gibt. Und natürlich ist das so, wie ich es hier gerade raushole, nagelneu, jungfräulich und wunderschön. Und wie ihr seht, kriegen wir passend zum Deck ein Foilgebirge ins Päckchen gelegt. Darüber freuen wir uns immer sehr. Und diese Länder wiederum, die sind deutlich gesuchter in Foil als andere Länder, die man im Grunde überhaupt nicht verkaufen kann. Hier ist man dann schon mal für 1 Euro, 2 oder sogar 3 in einem richtigen Zustand dabei. Und jetzt muss ich schauen. Boah, Leute, das ist ja fies hier. Ja, mit Handschuhen ist das schwierig. Ich mache Werkzeug. Einmal an dem Zipfel ziehen. Und schon geht die Folie auf. Also mal gespannt, was da auf uns zukommt. Und zwar, wie angekündigt, dieses wunderschöne Gebirge in Foil. Lass mal das Licht drüber laufen. Ja, das ist schon toll. Das waren schöne Karten damals hier auch mit diesem Stern unten drauf. Aber irgendwie ist das von denen nicht so intelligent, wenn die die Karte als erste in das Pack mit dem Gesicht nach oben machen. Da ist es wahrscheinlich schneller mal angekratzt, als man denkt. So, dann haben wir hier wieder den kleinen Fragebogen. Den habe ich euch beim letzten Mal gezeigt. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Und wir haben hier das Beipackzettelchen. Dazu habe ich beim letzten Mal auch schon ausführlich berichtet über die Mechaniken von Plane Shift und die Hintergrundgeschichte von Plane Shift. Wir schauen uns jetzt direkt die Decklist an. Da sehen wir Mogs, das sind wunderbare Goblins und Llanowar-Elfen gibt es auch. Und wir sehen als Rare Gaea's Herald und als zweite Rare, da oben, Mog Sentry. Leider keine Spezialländer, nur Mountains und Forests sehen wir uns gleich an. Und die Erklärung wird wahrscheinlich nicht so kompliziert sein. Pretend you're the Incredible Hulk after too much coffee. Also draufhauen. Richtig fett draufhauen mit billigen, schnellen Kreaturen und später das Ganze größer werden lassen. Und so schnell wie möglich alles von der Hand runterspielen, um richtig Druck zu machen. Das ist nicht so kompliziert, dass man hier eine Anleitung lesen müsste. Deswegen legen wir die Anleitung zur Seite und schauen uns direkt an, was uns dieses schöne Deck präsentiert. Wir fangen an mit Gebirgen. Eins, zwei, drei, vier. Teilweise doch sehr schöne Gebirge, das gefällt mir. Das ist nicht so toll, das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir nicht. Ja, wie angekündigt, eine ganze Menge. Dann haben wir die Wälder, die habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt. Die sind wirklich schön. Das sind sehr, sehr schöne Wälder. Der ist irgendwie ein bisschen eigenartig, aber der da ist sehr, sehr schön. Und ja, auch dieses Elfen, dieser Elbenwald hier ist sehr hübsch. Das haben sie doch ganz gut hingekriegt und es atmet noch den ganzen Flair von damals. Und dann sehen wir gleich die erste Rare, der Mog Sentry 1-1. Immer wenn der Gegner einen Spruch spricht, kriegt er plus 2 bis zum Ende des Zuges. Und das Ganze für einen Mana brutal. Brutal. Und da der Gegner die ganze Zeit Sprüche sprechen muss, wird der ziemlich früh sehr fett. Geile Karte. Brutal geil. Müsste ich mal ein Goblin-Deck packen.
Thunderscape Apprentice, ein Mana, 1-1, je nachdem, welche Mana-Farbe du reintappst. Also werden hier bestimmte Mana-Kombinationen gefördert, in dem Fall Rot, Schwarz und Grün. Verliert der Spieler einen Lebenspunkt oder die Zielkreatur bekommt plus eins bis zum Ende des Zuges. Der Mock Jailer, der Gefängniswärter. 2 Mana, 2-2. Er kann nicht angreifen, wenn der Gegner eine ungetappte Kreatur mit der Stärke 2 oder weniger auf dem Feld hat und das Ganze ist Uncommon. Dann haben wir ein Thunderscape Familiar, das ist ein Kavu, ein Common, 2 Mana 2-2 mit Erstschlag, schwarze und grüne Sprüche kosten 1 Mana weniger zum Sprechen. Caldera Kavu, 3 Mana 2-2, schwarzes Mana plus eins, grünes Mana und du kannst den Kavu die Farbe ändern lassen. Kavu Recluse, 3 Mana 2-2, Target Land becomes a forest until end of turn. Cool. Thunderscape Battle Mage, das sind die Battle Mage. Die gibt es ja in dieser Reihe als Zyklus. Der hier hat 3 Mana 2-2, hat zwei verschiedene Kicker-Möglichkeiten. Wenn du einen schwarzen Kicker zahlst, muss der Gegner 2 Karten abwerfen. Wenn du einen grünen Kicker zahlst, kannst du eine Zielverzauberung zerstören. Das ist stark in der Kreatur drin. Das finde ich immer praktisch. Das ist wirklich eine gute Sache. Das Ganze in Uncommon. Flame Tongue Kavu, 2 mal drin, 4 Mana, 4-2, kommt, wenn er ins Spiel kommt, 4 Schadenspunkte auf eine Zielkreatur. Stark! Boah, guck mal, der hat eine Lava-Coil eingebaut. Das ist bärenstark. Für 4 Mana, wow! Klasse Karte. Lanoa Elite, 1 Mana, 1-1 mit Kicker 8, Trample. Ha, wenn du die Kicker-Kosten zahlst, dann kommt er mit 5 plus 1 Countern dazu. Ja, aufs Feld. Thornscape Apprentice, ein Mana 1-1, weißes Mana, dann kannst du ihn eine Kreatur tappen lassen oder rotes Mana, die Zielkreatur bekommt Erstschlag. Das ist also sehr synergetisch angelegt. Und hier haben wir die zweite, Rare, Gaea's Herald, 2 Mana 1-1, Kreaturensprüche können nicht gecountert werden durch Sprüche oder Fähigkeiten. Wow, was ein geiles Deck, Leute, was ein Hammer. Der Nomadic Elf, 2 Mana 2-2. Grünes Mana und ein farbloses und du kannst Mana zu deinem Mana-Pool hinzufügen. Dann haben wir den Thornscape Familiar, haben wir im letzten Deck auch gefunden, ist dreimal drin. Der macht dir rote und weiße Sprüche billiger. Auch geil. Der Alpha-Kavu, Uncommon, 3 Mana 2-2 und der Ziel-Kavu bekommt minus 1 plus 1 bis zum Ende des Zuges. Und der Amphibious-Kavu, 3 Mana 2-2, wenn er blockt oder geblockt wird von einer oder mehreren blauen oder schwarzen Kreaturen, kriegt er plus 3 plus 3. Auch nicht schlecht. Root Greevil, 3 Mana, 2, 3. Du kannst ihn opfern, Mana musst du vorher bezahlen und dann alle Verzauberungen der Farbe meiner Wahl zerstören. Oh. Der Serpentine Kavu, 5 Mana, 4, 4. Rotes Mana dazu geben und er kriegt Eile bis zum Ende des Zuges. Auch gut, den Horn Kavu habe ich schon ein paar Mal gezogen in den verschiedenen Decks aus der Zeit. 2 Mana, 3, 4. Wenn er ins Spiel kommt, musst du eine rote oder grüne Karte auf die Hand zurücknehmen. Den Sparkcaster. 5, 3 für 4 Mana. Uncommon. Wenn er ins Spiel kommt, musst du eine rote oder grüne Karte auf die Hand zurücknehmen. Und wenn er ins Spiel kommt, einen Schadenspunkt auf einen Zielspieler. Singe. Ein Mana, ein Schadenspunkt. Die Kreatur wird schwarz bis zum Ende des Zuges. Scorching Lava. 2 Mana instant. Hat Kicker. Ein rotes. 2 Schadenspunkte auf eine Zielkreatur oder Spieler. Wenn du die Kickerkosten bezahlt hast, kann die Kreatur nicht regeneriert werden und kommt ins Exil. Schön. Magma Burst, klassischer Burn Spell, 4 Mana mit Kicker. 2 Länder musst du opfern. 3 Schadenspunkte auf Zielkreatur des Spielers. Und wenn du Kickerkosten zahlst, gibt es nochmal 3 obendrauf. Schick. Implode. 5 Mana. Destroy Target Land. Draw a card. To save Dominaria, 9 Planeswalkers sword the annihilation of Phyrexia itself. Also Land zerstören. Explosive Growth. Ein Mana. Zielkreatur bekommt plus 2 plus 2, wenn du Kickerkosten zahlst, plus 5 plus 5. Bisschen teuer. Fertile Ground. 2 Mana. Länderverzauberung. Wenn sie getappt wird, kannst du zusätzlich ein Mana deiner Farbe deiner Wahl, der Farbe deiner Wahl hinzufügen. Auch gut. Simoon. Den gab es schon bei Ice Age, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. 2 Mana. Instant. Ein Schadenspunkt jeder Kreatur, die ein Gegner kontrolliert. Dann haben wir Fires of Yavimaya, 3 Mana, Verzauberung, Kreaturen, die ich kontrolliere, haben Haste. Geil, die haben alle Eile. Boah, das ist ein geiles Deck, das muss man unbedingt spielen. Das gefällt mir unheimlich gut. Und wenn man es opfert, kriegt eine Zielkreatur plus 2 bis zum Ende des Zuges. Und dann haben wir zum ersten Mal hier Doppelkarten. Habe
Habe ich in der Form noch nicht gesehen aus der Zeit damals. Ist für mich also jetzt auch eine Premiere. Assault, rotes Mana, 2 Schadenspunkte auf Zielkreatur oder Spieler. Oder Battery, 4 Mana, 3/3 Elephant-Token ins Spiel bringen. Cool. Also, das erscheint mir sehr witzig, das Deck. Das ist genau das, was Kinder gerne spielen. Und was man gerne mal, wenn man wenig Zeit hat, spielt, indem man einfach schnell mit Druck eröffnet und direkt den Gegner versucht rauszuhauen. Ich würde ein, zwei Karten wahrscheinlich ändern, aber ansonsten würde ich gar nicht viel dran tun und einfach mal direkt spielen. Ja, nett, gefällt mir unheimlich gut. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert. Und ich freue mich schon aufs nächste Deck. Also, das war relativ kurz diesmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.